Hello and welcome to German in 7 Days. Today we have a look at the second day of the introduction chapter on how to have a conversation. Hallo und herzlich willkommen zu Deutsch in 7 Tagen. Heute behandeln wir den zweiten Tag des Einführungskapitels zum Thema das Gespräch oder die Konversation. We will listen to a conversation between Max and Manuel. Wir schauen uns eine Konversation, ein Gespräch zwischen Max und Manuel an. Hi, ich bin Max. Hi, I'm Max. Hi Max, freut mich. Ich bin Manuel. Hi Max, nice to meet you. I'm Manuel. Wie geht es dir? How are you? Gut. Ich war heute in der Stadt. Fine. Today I visited the city. Toll. Was hast du gemacht? Nice. What did you do? Ich war im Zentrum. Ich habe dort einen Kaffee mit einer Freundin getrunken. I was in the center. I had a coffee with a friend. Hat dir der Kaffee geschmeckt? Did you like the coffee? Ja, ich habe einen Kaffee mit Sojamilch bestellt. Yes, I ordered a coffee with soy milk. Den habe ich noch nie probiert. I never had one. Und was habt ihr danach gemacht? And what did you do afterwards? Danach waren wir noch im Park. Wir haben Frisbee gespielt. We went to the park. We played Frisbee. Und dann sind wir nach Hause gegangen. And then we went home. Klingt nach einem tollen Tag. Sounds like an interesting day. Tut mir leid, aber ich muss jetzt auch weiter. Sorry. But I need to go, too. Kein Problem. Bis bald. No problem. See you soon. That was the second day of introduction chapter on how to have a conversation. Das war der zweite Tag des Einführungskapitels zum Thema das Gespräch. If you have any questions or if something remained unclear, highlight the text on the website and leave a note or an annotation. Wenn etwas nicht klar war, dann markiere den Text auf der Webseite und hinterlasse eine Notiz oder eine Anmerkung. Thank you and see you at day 3. Danke. Und bis zum dritten Tag.